Hallo, Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Yoshi's Crafted World. Na, welchen Vorsprung habe ich gerade nachgemacht? Wer das herausfindet, der ist wirklich krass. Heute sehen wir uns, wie angekündigt, den Monty Maulwurf Marathon an. Ist ein Match mal wieder. Ich bin mal gespannt, was das heißen soll. Schauen wir einfach mal rein. Heute mit dem pinken Yoshi, neues Outfit. Ihr habt sicherlich gesehen. Dieses Schäfchen-Outfit ist heute mal dran. Und ja, wir gucken mal, was wir unter dem Monty Maulwurf Marathon verstehen dürfen. Also 75 Maulwürfe sind 3 Grinseblümchen, 60 2 und 45 ist 1. Erklärung bitte. Besiege viele Monty Maulwürfe. Okay, das ist ja irgendwie noch logisch. Also 75 ist das Ziel. Wenn wir weniger schaffen, ist es nicht so schlimm. Oh, es ist ein Scrolling-Level. Scrolling. Das ist hart. Komme ich da runter? Ach so. Ach, ich kann die auch verschlucken. Das wusste ich nicht. Mist. Mist. Ich schaffe ja gar nichts. So, wie viel sollten wir nochmal schaffen? 75, ne? Meint ihr, das schaffen wir? Ah, Mist. Ah, okay, das war nicht so gut. Okay. Das war knapp. Komme ich nicht hin. Schade. Nein! Mist. Mist. Ich hätte immer mal alle Münzen einsammeln sollen, ne? Au. So, raus mit euch. So, hier ist eine rote. Und da oben war auch eine rote. Ah, die habe ich jetzt nicht bekommen. Wow. Au. Oh, warte mal. Sehr gut. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp. Gar nicht mal so leicht, diese Level. Mist. Die sollte ich lieber essen, statt sie kaputt zu machen. Danke. Mist, warum habe ich... Ich bin so doof. Oha. Oha, jetzt aber schnell hier. Okay. Ich glaube, wir kommen ganz gut durch für den ersten Run, oder? Ah, wir haben es nicht ganz geschafft, die Bestleistung zu knacken. Wir haben es leider nicht ganz geschafft. Eieiei, schade.
Punktzahl 70, Maulwürfe. Und damit haben wir ja immerhin 5 von 7 möglichen Grinseblümchen geschafft. Münzen haben wir wieder genug gesammelt. Das war noch nie das Problem. Herzen haben wir auch genug. Sehr schön. Und rote Münzen. Ah, fast. Wollen wir es nochmal probieren? Nee, oder? Ach, so ein zweiter Versuch. Doch, der geht eigentlich immer. Zweiten Versuch haben wir, glaube ich, immer gemacht, oder? Komm. Das machen wir. Wir bleiben einfach mal weiter, auch wenn es jetzt theoretisch... Ja, jetzt kommt ja die Weggabelung, wo ihr mir in die Kommentare schreiben müsst, was wir tun sollen. Ich bin gespannt, für was ihr euch entscheidet. Ob für den Muffin oder was das war oder die Pyramide. Das ist ganz in eurem Ermessen. Ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich natürlich schon ein bisschen wenigstens vorproduzieren möchte. Damit ihr auch Bescheid wisst. So. Wir versuchen jetzt mal ein paar mehr zu schaffen. Mittlerweile wissen wir ja, was abgeht. So grob. Oh, zielen kann ich trotzdem nicht. Das ist natürlich so ein kleines Problem. Sehr schön. Die haben wir vorhin schon gesammelt. Ist ja krass. Sehr gut. Das war auch nicht schlecht. Bin jetzt halt ein bisschen konzentrierter. Ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen. Aber ich vermute mal, das könnt ihr. Denn dass das hier nicht so ganz einfach ist, denke ich mal, sieht man auch. Sieht man auch, wenn man nur zuschaut. Nein! Ah, da haben wir wieder welche verpasst. Ist das schlecht. Nein! Oh, oh. Oh, wir wurden gerettet. Wow. Wir müssen schon wieder gerettet werden. Weil ich kann dieses Spiel halt einfach nicht. Oh! Wir haben schon wieder Glück. Warum werden wir ständig gerettet? Na toll, hier können wir jetzt natürlich nicht alles abräumen. Na, da auch nicht. Ah, Mist. Alles verkackt. Oh Gott, warum ziehe ich so schrecklich? Ja, es war richtig schlecht jetzt. Das war jetzt natürlich richtig schlecht. Ja, das muss man erstmal schaffen. So unschwer sind die... gar nicht zu treffen. Wo zieht er denn hin? Weißt du was? Tschüss. Nö, habe ich keinen Bock drauf. Bin ich zu schlecht für. Dann haben wir es halt nicht geschafft. Wir versuchen, ein Schnuffelchen zu finden in diesem Level. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr einen 100% Run sehen wollen würdet. Dann versuche ich tatsächlich nochmal die Level, wo wir nicht 100% geholt haben, was einige sind. Dann versuchen wir das da einfach nochmal. Und ja, dann schauen wir mal. Da ist das erste Schnuffelchen.
Oh, das hat gut geklappt. Double Kill. So, ein Schnuffelchen haben wir schon gefunden. Oh, und wir sind fast tot. Das wäre auch schön. Die Zunge war zu kurz. Ärgerlich. Wir versuchen es natürlich nochmal. Das ist doch ganz klar. Ah, wie ärgerlich. Die Zunge war zu kurz, ey. Die Musik, ne? Macht einen ja nur dezent wahnsinnig. Upsala. Oh nein, der bleibt bestimmt... Oh ne, bleibt er nicht. Alter! Jetzt zieh halt auch mal richtig! Boah! Da haben wir jetzt echt viele zweite Chancen bekommen. Ich dachte, er bleibt jetzt hinter dem grünen... Hinter dieser grünen Frucht oder was das sein soll, stehen. Und wir haben verloren. Da war das Spiel jetzt tatsächlich sogar magnetisch zu uns. So, wenn man weiß, was kommt, ist es natürlich auch leichter. Dann kümmern wir uns direkt um den. Herzen kriegen wir jetzt auch. Also die... Das Game Over gerade war schon ziemlich unnötig, muss man ja sagen. Warum kann man da unten lang? Boah. Da ist der nächste Schnuffel. Komm her, Köter. Hier müssen wir eigentlich gar keine Maulwürfe suchen, ne? Hat ja niemand gesagt, dass das hier die Quest wäre. Okay, keine Ahnung, warum ich das machen kann. Aber da oben ist wohl kein Schnuffel. Where is the next Schnuffel? Da hinten. Nee, da ist nur ein Maulwurf drin. Ja, mal ehrlich, where's the next Schnuffel? Scanne ganz aufmerksam den kompletten Bildschirm. Aber bislang sehe ich nichts. Da ist auch wieder nur ein Maulwurf drin. Wusste es. Wusste ich es nicht, dass sich in so einem Ding einer verstecken wird? Habe ich das vorhin schon vermutet. Upsa. Habe ich das schon vorhin vermutet. Okay, wir haben alle Schnuffelchen gefunden. Heißt, wir können jetzt das Level beenden. Au. Gut, dass es eine Begrenzung gibt, was die Eier angeht, weil sonst hätten wir jetzt, glaube ich,
40 Eier hinter uns. Okay, das haben wir geschafft. Natürlich gibt es auch wieder eine zeitliche Begrenzung vermutlich. Und mega Schnuffel ist auch stolz auf uns und hat deshalb ein Grinseblümchen für uns parat. Schön. Also. Oder ist das der dicke Hund, weil wir es innerhalb der Zeit geschafft haben? Naja, schön mal wieder ein Level auf 100% zu schaffen, sodass wir auch das rote Blümchen oben rechts kriegen. Das ist schön. Das heißt, wenn wir die 100% machen sollten, dann bräuchten wir dieses Level schon mal nicht neu spielen. So, welches Level wir uns als nächstes ansehen, das obliegt eurer Entscheidung. Unten ist teurer, oben ist nicht ganz so teuer. Das wussten wir natürlich nicht, als ich die Frage gestellt habe. Aber soll auch egal sein, denn wir haben genug Grinseblümchen gesammelt, um weiterzukommen. Ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich sag, ja, danke fürs Zuschauen, ne? Ist klar. Und dann bis zum nächsten Mal. Ach, jetzt können wir auch hier alles anschauen. So, hier haben wir angefangen. Da fehlt uns die Hälfte aller Grinseblumen. Hier fehlen uns 12. Hier fehlen uns auch eine Menge, nämlich 8. Hier fehlen uns, oh Gott, viel zu viele. Mehr als die Hälfte. Und hier, gut, hier gibt es keine scheinbar. So, hoppala. Und hier fehlen uns auch noch einige. Das heißt, wir haben hier sozusagen die erste Welt. Und hier die zweite Welt jetzt vor uns. Weiß nicht, wie viele Welten es dann insgesamt gibt. Rechts sehe ich schon, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ich weiß nur nicht, ob es dann da den finalen Kampf gibt. Aber wir brauchen ja eigentlich 4. Wie war es? 5. Waren es 5 Kristalle? Hier sind 3. Einen haben wir schon. Das heißt, da rechts gibt es auf jeden Fall noch was. Aber es könnte trotzdem ein Bosskampf sein, wenn es nur 5 sind. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Leute. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Yoshi's Crafted World, einem wirklich schönen Spiel. Bis dahin, ciao, ciao.